Ich sage immer, wenn ich hier runtergehe, die Tür hinter mir schließt, dann bin ich in einer anderen Welt. Ja? Und wenn man dann die Haustür aufmacht und in den Garten geht, hört man und sieht man nichts mehr. Und das ist das Tolle. Man hat wirklich das Gefühl, man ist weg, dabei ist man mittendrin. Mhm. Und dieses Gefühl macht es so besonders, diesen Garten zu haben. Die Tauber, sie entspringt an der Frankenhöhe und mündet bei Wertheim in den Main. Wir sind im lieblichen Taubertal. Über der Tauber liegt Rothenburg mit seinen mittelalterlichen Gassen. Das ehemalige Kloster ist heute ein Ruhepol mitten in der Stadt. Hier bauten die Dominikanerinnen einst ihre Heilkräuter an. In unmittelbarer Nachbarschaft gärtnern die Rothenburger natürlich heute noch. Ich heiße Hilde Kistenfeger, bin von Beruf Förderlehrerin gewesen, wohne mitten in der Stadt in Rothenburg, mitten in der Altstadt. Vom Frühling bis zum Herbst muss ich einmal jeden Tag im Garten sein. Großmutter hat immer zu mir gesagt, einmal am Tag muss der Gärtner den Garten sehen. Rosenliebhaberin Hilde Kistenfeger gärtnert hier in vierter Generation. Das ist die Rose de Resch. Das ist eine uralte Duftrose. Und jetzt habe ich gemerkt, ich hätte sie vielleicht schon mal früher schneiden müssen. Weil sie so riesig geworden ist und weil bei uns immer mehr Wind ist, beutelt sie dann oft von rechts nach links. Und jetzt müssen wir sie erst einmal wieder schön aufbinden, dass sie wieder richtig zur Geltung kommt. Hilde Kistenfegers Garten liegt im Schatten des Faulturms. Der alte Wach- und Gefängnisturm ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Da fliegen oft Falken und Vögel und es ist einfach schön, da den zu beobachten. Und ich finde, es ist auch so ein beeindruckendes Bauwerk. Und wir haben so gemacht, dass von jedem Sitzplatz aus man den Faulturm sieht. Nur einen Steinwurf entfernt entdecken wir einen ganz anderen Garten. Direkt an der alten Stadtmauer haben sich diese beiden vor ein paar Jahren ein kleines Paradies geschaffen. Ich bin der Lebenspartner von Dieter Babel und du bist natürlich dann zwangsweise mein Lebenspartner, nämlich Benjamin Babel. Die beiden erreichen ihren Garten tatsächlich durch ein kleines Tor in der Stadtmauer. Hier die Südseite auch und dadurch heißt hier der untere Weg auch die Riviera in Rothenburg, das weiß jeder. Und ist ein bisschen so zu vergleichen mit Meran, wenn man den Tapainerweg entlangläuft und man schaut von Tapainerweg aus rüber auf die andere Seite, Ostern, dann hat man da noch Schnee und die Leute fahren Ski und man sitzt hier aber schon und trinkt Kaffee unter Mandelbäumen. Und so fühlen wir uns hier auch. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Fakt, der uns diesen Garten auch letztendlich so am Herzen liegen lässt. Vor 6 Jahren haben Dieter und Benjamin Babel den alten Rothenburger Nutzgarten übernommen. Sie entwickelten ihn zu einem naturnahen Garten mit vielen Wildstauden, in dem sich vor allem Tiere wohlfühlen sollen. Wir sind abhängig von den Tieren. Ich benutze also hier in diesem Garten auch keinerlei Pestizide oder irgendwelche Dünger oder irgendwelche Sachen. Speziell jetzt bei den Bienen und so weiter. Ja. Da habe ich es dieses Jahr gemerkt, mein kleiner Apfelbaum hinten in der Ecke, der hat dieses Jahr im Frühjahr so früh geblüht. Und da waren aber die Bienen noch nicht draußen. Jetzt trägt er keinen einzigen Apfel dieses Jahr. Ne? Also wir sind abhängig davon im Endeffekt. Den alten Garten zu übernehmen, auch wenn sie nie ganz alleine sind, war eine ihrer besten Entscheidungen. Sage, du gehst hier die Treppe runter und du bist 5 Kilometer weg von dieser Stadt. Und dieses Gefühl macht es so besonders, diesen Garten zu haben.